Es ist ganz wichtig, dass man weiß, wo man bewertet wird und dass man da auch Einfluss drauf nehmen kann. Und es geht immer darum, zu zeigen, dass man sich mit Kritik auseinandersetzt, positiv oder negativ, das ist völlig egal, und sich offen und ehrlich der Sache stellt und authentisch gibt. Wir sitzen hier mit Benjamin Bichler, dem Marketing, Online-Marketing-Manager von Alpsee Gründen Tourismus. Und wir haben ein paar Fragen, was die Digitalisierung angeht. Insbesondere dreht es sich um Bewertungen, also um auch digitale Gästebewertungen. Welchen Vorteil bieten die beispielsweise gegenüber klassischen Fragebögen, wie man es kennt? Jawohl, ich würde jetzt mal das Ganze so bezeichnen, dass digitale Bewertungen heute für Gastgeber so ein bisschen auch die digitale Währung eigentlich sind, weil sie sehr stark das Ansehen oder die Darstellung, den Ruf des Unternehmens eigentlich beeinflussen. Wenn man früher, die meisten Gastgeber oder Hotels hatten das oder haben es teilweise sogar noch, das klassische Gästebuch, dann hat man dort wunderbare Berichterstattungen von Gästen lesen können, allerdings nur, wenn man vor Ort war, also wenn man schon im Hotel ist. Und schade eigentlich, dass diese tollen Texte, man könnte sagen, das sind schon Marketingtexte, was da drin sind, kostenlos erstellt von den eigenen Gästen, also höchst authentisch, dass diese Texte im Zeitpunkt, wenn man jetzt die Customer Journey betrachtet, im Zeitpunkt der Information, also wenn es kurz vor der Buchung ist und für die Buchungsentscheidung, nicht relevant sind. Deswegen an der Stelle kommen digitale Bewertungen natürlich als Meinungs- oder als Beeinflusser und können durchaus den Gast dazu bewegen, beim Hotel zu buchen und nicht beim Konkurrenten, weil eben die Meinung der Gäste zu lesen ist, genau. Und gibt es da vielleicht einen Tipp, wie bekommt man denn überhaupt die Gäste dazu, eine Bewertung zu verfassen? Also wie kriege ich sie dazu, dass sie einfach mal ihre Erfahrungen auch mitteilen, die sie gemacht haben? Also wir machen die Erfahrung, dass Gastgeber, die gerade am Anfang dieser Thematik stehen und sich noch nicht so stark mit Bewertungen befasst haben, oft Berührungsängste haben und sich vielleicht auch nicht trauen, die Gäste darauf anzusprechen, weil sie nicht zu aufdringlich sein möchten oder es unangenehm ist. Ich denke einfach, man muss an der Stelle authentisch sein, und gerade kleinere Betriebe, wo der Chef oder die Hausherren oder wie man es auch immer nennen möchte, noch wirklich direkten Kontakt mit ihren Gästen haben und auch gewisse Zeit mit den Gästen verbringen, kann man sehr viel im Gespräch eigentlich schon rausfinden. Man kann Gäste befragen, ob sie Wert auf Bewertungen legen oder ob sie Bewertungen zur Entscheidung heranziehen. Wenn Gäste das bejahen, dann kann ich natürlich wesentlich einfacher auf das Thema wieder einsteigen und zum Beispiel bei der Abreise, wenn ich noch eine schöne Heimfahrt wünsche, durchaus den Wunsch auch äußern. Ich kann auch ganz ehrlich sagen, warum das für mich heute als Gastgeber wichtig ist. Ein weiteres gutes Mittel ist, wenn man den Gästen ein kleines Dankeschön mit nach Hause gibt. Ich selber habe die Erfahrung auch am Gardasee gemacht, eine kleine Pension, wo die Hausherrin uns eine selbstgemachte Tomatensoße mit nach Hause gegeben hat. Da ging es jetzt gar nicht um Bewertung, es war eher total nett, selbstgemacht ist erstmal schön, also regionales Thema. Und mein Sohn hat die Hausherrin sehr gemocht, die war total nett zu ihm, und drum gab es, als wir wieder zu Hause waren, immer die Tomatensauce von Betty, so hieß sie. Und diese Tomatensauce, auch wo sie schon leer war, die gab es dann noch 20 Mal spätere Male, und somit haben wir also sehr lange eigentlich an dieses Urlaubserlebnis zurückgedacht. Und natürlich habe ich sie auch bewertet. Also sprich, was kann man tun? Einfach etwas dem Gast mit auf den Weg geben, etwas Regionales, vielleicht selbstproduziertes oder wie auch immer. Und dort eine kleine Bitte zur Bewertung. Das kann ein QR-Code sein, so wie es die Deutsche Bahn zum Beispiel macht. Das sieht man auch überall, die QR-Codes, wo direkt auf einen Bewertungsfragebogen verlinken. Oder einfach einen netten Satz mit bewerten Sie mich bitte, oder wenn es Ihnen gefallen hat, bewerten Sie mich bitte hier. Was man noch dazu machen kann, ist, wenn man E-Mails verschickt, das muss natürlich datenschutzmäßig abgesichert sein, aber eine E-Mail nach dem Aufenthalt, dann kann man natürlich da auch den Link reinpacken und einfach mit einem netten Satz begründen, dass man selber ja auch besser werden möchte und dadurch um eine Bewertung bittet.
Also letztendlich sind es tatsächlich authentische, gute Leistungen oder auch Überraschungen, die den Kunden wirklich überzeugen und die ihn automatisch dazu bringen, auch eine positive Bewertung dann letztendlich zu hinterlassen. Also nicht nur Bewertung zu hinterlassen, sondern auch eine positive in dem Fall. Und was mache ich dann mit den Daten als Unternehmen? Wie werte ich die aus und was ist dabei zu beachten? Gut, da kommt es natürlich drauf an, über welche Portale oder über welche Mittel bewertet werden. Besonders positiv aus meiner Erfahrung ist da, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, die Firma Trust You zu erwähnen. Ist eigentlich ein deutsches Unternehmen, auch wenn sie jetzt vom Namen her sich nicht so anhören, weil Trust You alle gängigen Bewertungsportale eigentlich einsammelt und daraus eine Gesamtbewertung bildet. Ich als Gastgeber habe die Möglichkeit, dort über einen Zugang, den ich mir natürlich käuflich erwerben muss, dort aber diese Quellen auch einzusehen und über eigene Fragebögen auch dementsprechend auswerten zu können und beantworten zu können. Also sprich, es ist ganz wichtig, dass man weiß, wo man bewertet wird und dass man da auch Einfluss drauf nehmen kann, im Sinne von Antworten drauf zu geben. Ich kann mich also bei Google mit meinem Betrieb anmelden. Der Betrieb ist in der Regel schon vorhanden. Ich muss ihn eigentlich nur noch als meinen Betrieb übernehmen. Das kostet auch nichts. Ich kann das bei Holiday Check machen. Es geht immer darum, nicht jemand, der sich vielleicht negativ äußert, jetzt das Gegenteil zu beweisen. Das kann ich nicht. Das war seine Erfahrung und in der Regel sind die auch ehrlich gegeben. Es geht immer darum, die 500 anderen, die das dann lesen, denen zu zeigen, dass man sich mit Kritik auseinandersetzt, positiv oder negativ, das ist völlig egal, und sich offen und ehrlich der Sache stellt und authentisch gibt. Genau. Also auch Reaktionen dann auf den gängigen Portalen, auf Bewertungen, egal ob sie positiv oder negativ ist, sind da auch ein wichtiger Faktor, um das erfolgreich auch ins Unternehmenskonzept dann zu integrieren. Gut, dann vielen Dank für deine Zeit.